Hallo, ihr lieben Zuschauer, Klienten, Patienten, Freunde, Bekannte, die Familie, egal wer jetzt zuschaut. Wir wollen uns zum Jahresende noch einmal bei euch melden, hier aus dem Heilzentrum in Roth, Genheimer Weg 10. Ihr wisst doch, was das heißt. Die Gene kommen heim, er ist der Weg. Und die Hausnummer 10 heißt Erneuerung. Und genau das machen wir doch mit euch. Und auch darüber wollen wir jetzt mit euch sprechen. Und Tanja und ich, wir sind heute gar nicht alleine. Wir haben sogar Besuch, nämlich Lothar Güttert aus Italien. Mein Schüler, darf ich ihn überhaupt noch Schüler nennen, denn er ist selbst schon so berühmt geworden. Er ist in Italien der Lehrer für die Begradigung, Heilerausbildung und hat auch sehr viel Erfolg für. Und wir haben noch große Aufgaben vor uns. Wir müssen die Menschen heilen und wir müssen sie lehren und schulen, damit letztendlich die Welt geheilt werden kann. Ja, das ist viel, was ich da sage. Ich begrenze mich auch wirklich nur ungern. Ich denke, wer soll denn die Welt heilen, wenn wir Heiler das nicht tun? Glaubt ihr etwa, ein Politiker könnte das tun? Nein, das ist aussichtslos. Heilen kann nur der Geist. Und deshalb sage ich zu meinen Schülern, die zu uns kommen zur Geistheilerausbildung, wir heilen die Welt. Wir müssen das alles tun. Es sind Gaben und Aufgaben damit verbunden, wenn man sich mit dem Heilen beschäftigt. Geistheilung ist meiner Meinung nach sowieso nur die einzige Heilung, die wirklich funktioniert. Und wenn die Schulmediziner jetzt ärgerlich auf mich werden und sagen, ach, was die da wieder redet, ich bitte euch, kommt alle her, lasst euch ausbilden. Denn ihr seid mir zu begrenzt unterwegs. Zur Heilung eines Menschen gehört einfach mehr Wissen, nämlich das Wissen über das geistige Heilen. Und das fehlt euch leider. Aber ich habe ja schon etliche Ärzte ausgebildet und es werden immer mehr werden. Und dann machen wir eine wirkliche Arbeit, da können Wunder geschehen. Ich bin bereit. Wenn ihr kommt, wir sind da. Und jetzt will ich doch den Lothar begrüßen. Der Lothar Güttert, habe ich euch ja schon gesagt, er ist seit 2012 mein Begradigungsheiler-Lehrer in Italien und hat schon sehr, sehr viele Schüler ausgebildet, die auch dort eine großartige Arbeit vollbringen. Eine Heilarbeit, wie es sie auf der ganzen Welt noch nicht gab, nicht in der Menschheitsgeschichte bekannt ist. Jetzt ist sie so präsent wie nie. Und die Menschen dürfen wieder an Wunder glauben. Und es ist eine große Aufgabe, die wir erfüllen. Und ich teile sie gern mit euch allen. Kommt her, seht und erlebt Wunder. Lothar. Ja, so freue ich mich. Ich freue mich, dass ich hier bin und mir ist jetzt gerade etwas in den Sinn gekommen, als du über Ärzte redetest. Ich wurde vor ein paar Monaten zu einem Kongress eingeladen in Mailand und da waren ungefähr 200 Ärzte und Wissenschaftler, also sehr fortgeschrittene Ärzte und Wissenschaftler und viele Ärzte, die da teilnahmen, waren Physiker und Arzt oder Biologen und Arzt, also sie haben alle ein riesengroßes Wissen, haben zwei Tage lang über Quantenphysik, über Epigenetik und über zelluläre Nanotechnologie geredet und es war wirklich sehr, sehr interessant und sehr verständlich, weil die mussten sich ja auch ihren Kollegen gegenüber, die mussten die Konferenzen so halten, dass alle das verstehen konnten. Und dann habe ich nachher am Schluss habe ich den Veranstalter gefragt, ob ich mal zeigen darf, was wir so machen. Und der war da einverstanden, vor allem diese ganzen Professoren, die diese Vorträge hielten. Ich habe die alle nacheinander auf dem Teppichboden aufgerichtet, die waren alle da mit offenem Mund und offenen Augen, mit offenem Herz und offenem Verstand, freudig und glücklich. Ich habe gesagt, ihr redet viel über Quantenphysik und die arbeiten sehr viel mit praktisch, was wir mit den Heilkarten machen, machen die mit der Medizin, die einfach mit Frequenzen irgendwie angereichert sind. Also die arbeiten auf dieser Ebene.
Und ich sagte, ihr könnt mal sehen und ich zeige euch mal, was man sofort auch körperlich sehen kann, wenn man mit dieser geistigen Energie arbeitet. Und ich muss sagen, dieser mexikanische Hauptprofessor, der war sowas von glücklich und hat uns umarmt. Der war so krumm, aber so ein liebevoller Mensch, so weit fortgeschritten. Und es war ein tolles Erlebnis, wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Gell? Und wir machen halt einfach, wir arbeiten, ich will jetzt die ärztliche Arbeit nicht abwerten, aber es fehlt einfach die Arbeit nicht an der Ursache, weil es wird ja in den Universitäten auch gar nicht gelehrt. Es ist einfach noch gar nicht im Lehrplan drin, dass hinter der körperlich-physischen-Manifestation viel mehr steht als nur eine materielle Beeinflussung. Gell? Und von daher habe ich jetzt das in Italien geschafft, dass ich mit verschiedenen Ärzten regelmäßig zusammenarbeite. Und zusammen können wir wirklich Wunder geschehen. Und das finde ich so schön. Und ich finde sehr viele offene Geister in Italien auf jeden Fall. Und es gibt wie so eine Parallelbewegung, muss ich sagen. Wunderbar. Das habe ich jetzt in Italien gesehen. Es gibt viel mehr Ärzte und Wissenschaftler, die auf unserer Ebene schon sind. Die reden eigentlich wie wir. Ach, ist das schön zu hören. Und die sagen, sie haben so ein starkes Fundament, dass man sie kaum wegdrücken kann. Ja. Weil das sind ja Wissenschaftler. Die Kraft ist da. Die bringen diese beiden verschiedenen Gebiete zusammen, das heißt die energetische, spirituelle Medizin mit der allopathischen Medizin. Und da war ich sehr glücklich, dass ich da teilnehmen konnte. Und das fiel mir jetzt ein, weil du auch mit den Ärzten geredet hast. Ja. In Italien haben wir das Glück, dass wir eine ganz schöne Gruppe Ärzte haben, die die ganze Ausbildung mit uns mitmachen und Osteopathen und die sehr glücklich sind, Physiotherapeuten natürlich. Gell? Und in Sizilien habe ich zwei erfahrene Ärzte und 6 Krankenpfleger und Krankenschwestern und Krankenpfleger als Aufrichter. Die sind da tätig. Was? Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Großartig, ja. Ja. Und so muss das auch weitergehen. Ich finde das wunderbar, was du erzählst, weil wir haben natürlich ja auch schon Ärzte ausgebildet. Sogar einen Chefarzt einer Klinik, der jetzt in Hamburg sein eigenes Heilzentrum eröffnet hat und über alle Maßen erfolgreich ist. Also die Schulmedizin muss doch verstehen, wir haben doch kein Konkurrenzdenken. Wir wollen doch nur helfen. Sie können sich durch uns doch nur erweitern. Und wenn man überlegt, Jesus Christus hat vor über 2000 Jahren doch schon alles gezeigt, dass Geistheilung funktioniert. Und jetzt muss die Menschheit wirklich erwachen und sich dieser Tatsache öffnen und auch hingeben. Denn der Schulmedizin fehlt einfach der Geist. Und wir sind dafür da, euch diesen Geist zu übermitteln, das Bewusstsein so zu verändern. Aber Lothar, da kennst du dich noch besser aus. Ja, gut. Weil du unterrichtest schließlich auch das Buch Der Kurs in Wundern. Und da höre ich dir jetzt gerne mal zu. Ja, es ist ja ganz natürlich, dass wenn man Geistheiler ist, dass man immer mehr noch Fragen stellt und immer mehr noch begreifen will. Das ist natürlich der Verstand, der das will. Das ist klar, es gibt irgendwo eine Grenze. Da muss man dann sich einfach hingeben und die Intuition empfangen. Das ist ganz, das ist mir ganz klar. Aber heute gibt es wirklich viele Lehren und Texte, die sogar unseren wissenschaftlichen Verstand, der in jedem von uns drin ist und genährt werden will, an den Punkt bringt, wo er sich leichter öffnen kann, ohne dass er zu viel Angst hat. Ne? Und da habe ich eben vor vielen Jahren diesen Kurs in Wundern gefunden. Und das ist ganz offiziell von Jesus erklärt, dass das seine Worte sind, einer amerikanischen klinischen Psychologin, eine sehr akademisch gebildete Frau, die hat das über die innere Stimme, hat die das 7 Jahre lang diktiert bekommen, 7 Jahre lang. Hat die jeden Tag geschrieben, das sind 12, 1300 Seiten. Das wurde dann mit ihrem Chef, hat sie das dann ausgearbeitet und es ist einfach ein ganz großartiges Werk und es ist wahrscheinlich das Höchste, was heute ein spirituell erwachter Mensch begreifen kann. Man kann den Kurs in Wundern lesen und nichts verstehen. Also viele Menschen schlagen ihn auf und sagen, was ist da denn geschehen, das ist doch meine Sprache, ich verstehe überhaupt gar nichts, weil das Ego wehrt sich dagegen,
Weil man muss alle überzeugenden Zweifel bringen, damit man neu aufgefüllt werden kann. Weil das Problem jedes Menschen ist eigentlich, dass er voll mit Überzeugungen ist. Mir kommt da immer so eine östliche Geschichte in den Sinn, wo so ein buddhistischer Meister von einem westlichen Akademiker, Professor besucht wird, der sagt, ich möchte von dir lernen, einen Zen-Meister. Und der Zen-Meister, der hat sofort die Situation durchblickt und hat gesagt, fangen wir mal an mit einem Tee. Trinken wir zusammen erstmal einen Tee. Bist du einverstanden? Der Professor sagt, natürlich. Dann gießt dieser Meister die Tasse voll, der Professor hat die Tasse in der Hand und als die Tasse voll war, gießt er einfach weiter, bis der Professor explodiert und sagt, was machst du denn? Da passt doch nichts mehr rein. Er sagt, das bist du, du kommst zu mir, du bist voll von Ideen, wie kann ich dir da was beibringen, wie kannst du was von mir lernen? Deswegen sagt der Kurs in Wundern, erst muss man mal alles in leer machen, damit man neue Wahrheiten aufnehmen kann. Und das, glaube ich, das ist das Problem unserer, wir als geistige Heiler, dass die Menschen zu uns kommen und schon von ihrer Krankheit so überzeugt sind und so voll und so gelehrt sind, wie ihre Krankheit eben verläuft und weiterläuft, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, vergiss es, komm in neues Denken rein und so weiter. Gell? Sehr gut. Und das sind diese spirituellen Schriften, unterstützen uns dabei, aber man muss es umsetzen. Das Problem ist eben, dass die meisten Menschen auch zum Heiler kommen und sagen, du musst es machen. Und da wissen wir können dem Menschen helfen, dass er in sich diese Kräfte frei, dass die frei werden, aber dann muss er sich selber bewegen und die Verantwortung übernehmen. Und das ist in allem so. Also das Wachstum hat... Jeder Mensch muss mit einem eigenen Wein zum Ziel ankommen. Das geht gar nicht anders. Und da können wir den Menschen helfen, dass er einfach einen Quantensprung macht, in seinem Innern erwachen. Und das ist ein göttliches Geschenk. Deswegen wollte ich dich mal fragen, Anne, wie fing das alles an? Wie kamst du da drauf? Wie kamst du über die Beschränkung hinaus? Was damals, als diese göttliche Energie sich manifestierte, einfach noch vorherrschte überall in der Welt? Und ja, das ist eine gute Frage. Das war ein Prozess, möchte ich mal sagen. Das war nicht in Sekundenschnelle zu klären. Das war eine Bewusstseinserweiterung, von der du ja gerade sprichst, sich aus der materiellen Welt zu befreien und dann sich ganz und gar dem geistigen zuzuwenden, nenne ich es mal. Ich will nicht sagen, zu verschreiben. Ich blieb auch noch weltlich, denn ich hatte ja auch noch meinen Beruf und musste Großmärkte leiten. Also, ich war sehr weltlich unterwegs. Aber so der innere Drang nach mehr Wissen über das Geistige und vor allen Dingen auch über das geistige Heilen, das war in mir sehr ausgeprägt. In einigen Berichten erkläre ich Einzelheiten darüber. Das kann ich jetzt nicht alles hier nochmal wiederholen, das ging zu weit. Aber da erkläre ich auch, wie meine Entwicklung sich letztendlich vervollkommnet, so möchte ich es mal nennen, durch Leid, verschiedene Themen, die ich durchleiden musste und dann wieder neue Erkenntnis und irgendwann reicht das Weltliche nicht mehr, man will mehr wissen, man muss mehr erfahren. Auch durch eigenes Leid wird man geschult. Wie kam denn diese Energie zu mir? Ehrlich gesagt, konnte ich schon Wirbelsäulen aufrichten, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Es war mein Thema. In meinem Inneren war ich auf die Wirbelsäule fixiert. Einmal durch meinen früheren Mann, der hatte Scheuermann. Mein Sohn neigte zu Bechterew. Ich selber hatte den schweren Autounfall und jede Menge Schädigungen der Wirbelsäule. Es war immer mein Thema. Auch über die Tiere hin setzte sich das fort. Und so war ich neugierig und machte mich über dieses Thema extrem schlau, indem ich Bücher las und mehr Wissen
über die Anatomie, die Zusammenhänge der körperlichen Funktionalität, was die Wirbelsäule betrifft und so weiter. Um mich da zu bilden, möchte ich mal sagen. Und später wurde dieses Forschen dann auch belohnt. Durch eine Energie, die es ja in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gab. Oder sagen wir mal, vielleicht gab es sie schon, aber keiner hat es wahrnehmen können, weil das Bewusstsein noch nicht so weit gereift war. Wie gesagt, ich habe, ohne es zu wissen, schon jemanden Wirbelsäulen begradigt, aber ich hatte ihn vorher nicht wirklich vermessen. Und so kann ich nur vermuten, dass ich es damals schon praktizieren konnte. Später war wiederum das Thema Wirbelsäule sehr präsent durch eine Bekanntschaft zu meinem Lebenspartner. Wir waren 17 Jahre zusammen. Er hatte ebenfalls eine sehr geschädigte Wirbelsäule und hatte auch eine Methode erlernt durch einen Heilpraktiker, und damit wurde ihm geholfen. Also hier auch schwerpunktmäßig das Wirbelsäulenthema. Lothar, du fragst mich, wie ich zu dieser Energie kam. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon 5 Jahre, bevor wir hier unser Zentrum eröffnet haben, das war 1995, davor habe ich schon Heilarbeit gemacht und war schon eine sehr erfolgreiche Heilerin. Und natürlich könnt ihr euch denken, mein inneres Streben war sehr, sehr kraftvoll, dass ich irgendwann auch mal mehr daraus mache. Seinerzeit war ja die Geistheilung in Deutschland noch verboten und ich galt als Straftäterin. Aber der Drang zu helfen war so mächtig, dass ich mich über Gesetze sogar hinweggesetzt habe. Und letztendlich, der Erfolg hat mir bestätigt, dass ich das Richtige gemacht habe. Und wenn man mich jetzt fragt, wie kam es zu dieser Energieanhebung, dass heute Wunder geschehen können, dann muss ich sagen, das war ein Prozess. Es war eine Reifwerdung im Inneren durch Impulsgaben der geistigen Welt. Als Medium war es mir leicht, mit den Engeln zu kommunizieren, nenne ich es mal Engel, auch höhere Intelligenzen, das Universum. Wir sind Teil dieses großen Ganzen. Und von daher zweifelte ich keine Sekunde daran, dass man mich dementsprechend präpariert, dass ich eines Tages sichtbare und beweisbare Wunder vollbringe. Und als die Zeit reif war, kam es auch dazu. Heute kann ich sagen, diese wunderbare Energie in der heutigen Vollkommenheit auch, in der Kraft, in der Heilkraft, bei dem, was ich alles bewirke, bei den täglichen Heilaufgaben, die hier zu erfüllen sind, die Menschen kommen ja seit Jahren aus der ganzen Welt zu mir. Hier heute kann ich behaupten, dass diese Energie sich auch hier erschaffen hat. Hier ist letztendlich der Geburtsort. Und es ist unglaublich, wie glückselig machend sich allein dieser Gedanke anfühlt, dass man so eine große Aufgabe erfüllen darf. Und ich habe zum Anbeginn schon gesagt, Genheimer Weg 10. Die Gene kommen heim, er ist der Weg. Und die Hausnummer 10 heißt Erneuerung. Ihr seht, mein Leben, wenn ich es so formulieren darf, ist von langer Hand geplant. Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Es war alles richtig, was hier zu erfüllen war und auch noch ist und sein wird. Ich erfülle hier einen großen Beitrag. Und der Lothar macht das Gleiche in Italien. Und gemessen an der Fülle der Weltbevölkerung, 7 Milliarden Menschen, haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Deshalb bin ich auch glücklich, wenn ich immer wieder neue Menschen ausbilden kann, Schüler, die sich dafür interessieren, Menschen, die die geistige Reife haben, anderen Menschen helfen zu wollen. Und so können wir Großes vollbringen. Als ich anfing zu heilen, war mein Denken, meine Aufgabe und meine Arbeit soll nicht ein Tropfen auf den Ozean sein, sondern selbst zum Ozean werden. Und damit habe ich meine Heilarbeit gemeint. Und so kann ich auch heute behaupten, es sind nicht nur noch Tropfen, die da gebraucht werden. Es ist viel mehr schon geschehen. Und es erfüllt mich mit Dankbarkeit. Ich
Darf ich mal dazwischen auch was sagen? Weil ja, gerne. Ich meine, wir haben seit 2010 die Aufrichtung, soll ich sagen, massiv nach Italien gebracht, ne? Ja, kann man so sagen. Das stimmt. Und ich bin ja schon seit bald 30 Jahren in Italien und ich kenne sehr gut die Zustände, die chaotischen Zustände, überall, nicht nur in der Politik. Das wissen ja alle in Europa, auf der ganzen Welt. Und seit 2012 bilden wir Aufrichter aus. Das heißt, die Aufrichtung hat sich im ganzen Land ausgebreitet. Es sind, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Leuten aufgerichtet worden, von unseren Aufrichtungen und von uns. Und ich glaube, man müsste blind sein, wenn man nicht die Veränderung im Land sehen würde. Spürt. In Italien, ich weiß es also sehr gut, nicht nur in der Politik, da gibt es also Initiativen, die sind atemberaubend. Wahrscheinlich wird aus dem Chaos ein Musterland, weil anders, es konnte ja gar nicht mehr so weitergehen bisher. Aber es kann natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen stolz sein, aber ich glaube, dass diese Aufrichtigkeit, die wir da in Italien verbreiten, doch auch eine Rolle gespielt hat, weil es ist ja eine göttliche Anbindung. Das heißt, viele Menschen, die in ihrer Entwicklung einen riesen geistigen Sprung gemacht haben, verändern ja die Schwingung des kollektiven Bewusstseins. Also ich bin da sehr stolz drauf und ich bin sehr überzeugt, dass wir ganz aktiv an dieser Entwicklung der Welt zum Besseren hin, zur Liebe hin, mit unserer aufrichtigen Kraft teilnehmen und das fördern und richtig gehend anspornen. Also es ist wirklich, es geht alles sehr viel schneller heute. Ja. Und jedes Mal, wenn ich auch schaue, was da in der Politik passiert, also es ist eine Veränderung. Es ist ja. Die alten Kräfte haben eigentlich jetzt ausgespielt. Die kämpfen noch wie verrückt, aber die werden das nicht mehr schaffen. Und das sehe ich auf der medizinischen Ebene in Italien. Das sehe ich andere Initiativen, die ein ganz anderes, neues ökonomisches Modell einführen werden. Also es sind ganz tolle Initiativen in Italien im Gange. Und viel ökologischer Landbau. Es gibt ja viele Bauernhöfe, die einfach so jetzt Gäste empfangen. Das weiß man ja, diese wunderbaren Fähren, die man dann auf dem Land macht, mit dem Land Kontakt haben kann, mit den Tieren, mit der Menschlichkeit, mit der Liebe, mit der Natur. Also es gibt sehr, sehr viele tolle Initiativen in Italien und wir werden da weitermachen und mal schauen, uns überraschen lassen. Und ich freue mich da sehr jedes Mal, wenn ich das sehe, wenn ich diese Neuigkeiten höre. Und da sage ich, ja, da spielen wir schon auch sehr stark mit. Aber im Hintergrund. Aber ja doch. Mhm. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir eine Einladung hatten und Papst Francesco begradigen durften. Das spielt ja alles damit hinein. Mhm. Wir haben einen begradigten Papst, einen Papst in der göttlichen Ordnung. Und ich muss sagen, seine Gesinnung gefällt mir sehr. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Hier in Deutschland in den Zeitungen stand drin, Papst Francesco hat geäußert, dass er die katholische Kirche in dieser Form nicht mehr repräsentieren möchte, weil es wird vom Teufel, vom Satan, von der Hölle gesprochen, wo doch alles nur Liebe ist. Und das deckt sich ja eigentlich auch genau mit der Lehre, die Satya Sai Baba in die Welt getragen hat, ein Gott des Friedens und der Liebe. Und irgendwie rundet das alles so ab, das ganze Konzept, was sich jetzt über dem Erdenplaneten absenken darf. Hier wird nur noch von der Liebe gesprochen. Die Liebe als stärkstes Heilungselement. Und ich glaube an den Frieden. Er ist ja gar nicht mehr so weit entfernt. Das geht wie im Zeitraffer. Wir müssen umdenken. Wir dürfen uns nicht mehr diesen negativen Meldungen hingeben und Wut und Zorn leben und Aggression und bösartiges Denken praktizieren. Wir müssen einfach nur leben, umso schneller geht es. Und es hieß einmal in einer Botschaft, die ich empfangen habe, in Deutschland wird das Land sein, von dem aus der Frieden in die Welt getragen wird.
Und diese Friedensbotschaft soll von einer Frau verkündet werden. Und ich finde, das Politische, was wir jetzt erleben dürfen, läuft auch darauf hin, denn wir haben wieder eine Frau da vorne, die das Sagen übernehmen wird. Und so freue ich mich drauf, auf diese große Veränderung. Und natürlich freue ich mich auch auf dich, Lothar, wenn du mit deinem übergroßen Wissen, mit deiner Weisheit und deiner, sagen wir, deinem ausgeprägten spirituellen Wissen und der Erfahrung, die du gemacht hast in den letzten Jahren, auch gerade durch die viele Heilarbeit, die du leistest, die Seminare, die du gibst und wie du deine Menschen vorantreibst, führst, wie einzigartig diese Zusammenführung von uns beiden letztendlich ist, was wir bewegen und bewirken gemeinsam für die Länder, wo wir leben. Das ist doch alles im göttlichen Plan schon verankert. Ja, ich wollte mal auch noch darauf hinweisen, dass das wirklich Wertvolle an der Aufrichtung ja gar nicht so sehr der gerade Körper ist. Das ist ein Nebeneffekt. Ja, das natürlich stimmt. Und wunderbar Nebeneffekt. Weil wenn der Körper wehtut, wird man so abgelenkt vom persönlichen, körperlichen, egozentrischen, dass man gar keine Zeit hat, seine Lebenserfahrung oder seine Lebensaufgabe irgendwie zu entwickeln und zu entfalten. Da braucht es einen Körper, der einfach ein Kommunikationsinstrument ist und gut funktioniert. Auf jeden Fall, mir kam jetzt so im Sinn, in Turin haben sie mir mal so einen 6-jährigen Jungen gebracht zum Aufrichten. Der hat innerhalb von einer Stunde das ganze Heilzentrum auf den Kopf gestellt. Also er war ungebändigt. Der hat mich angeschaut, ich hatte Gänsehaut. Ich dachte, mein Gott, was wird der mal später machen? Also die Eltern waren absolut unfähig, ihn kontrollieren zu können. Die Lehrer in der Schule waren verzweifelt und er wollte sich eigentlich auch gar nicht aufrichten lassen. Und ich dachte, was hat das schon für einen Sinn, wenn der sich so dagegen wehrt? Am Schluss auf jeden Fall, die Mutter hat ihm einiges versprochen, er hat sich da auf die Liege gelegt und ich habe ihn so gesagt, ja gut, ich richte ihn halt mal auf, mal schauen, was passiert. Nach 2 Monaten kamen die Mutter und der Vater und sagten, wir erkennen unseren Sohn nicht mehr. Der ist ruhig geworden, hilfsbereit, konzentriert in der Schule. Und die Lehrer sagen, was habt ihr denn mit diesem Jungen gemacht? Der sagt, er ist verwandelt. Er ist verwandelt. Und das ist doch das Großartige, die innere Verwandlung. Das heißt, Stimmt. Der Mensch kann endlich seinen Lebensplan mal besser sehen und dann endlich mal langsam entwickeln, weil die meisten Menschen sind eigentlich nur damit beschäftigt, zu überleben, körperlich zu überleben, zu überleben. Das ist doch wirklich traurig, wenn jemand da am Lebensende ankommt und sagt, ja, ich kam irgendwie durch. Es war zwar schwer, mein Körper hat mich eigentlich davon abgehalten, mich dies zu tun. Das ist eigentlich schade, gell? Und deswegen ist dieses innere Erwachen, das gibt nachher automatisch auch eine Leichtigkeit im körperlichen Dasein und im Erfüllen. Absolut, absolut. Und deswegen verändert das die Welt des einzelnen Menschen, wenn er sich aufrichten lässt. Und ich erkläre das jedes Mal in jedem Vortrag, dass das Wichtige ist, das innere Geschenk. Und das werden die Leute sehr bald erkennen, wenn sie sich mal ein bisschen beobachten. Und dann ist das ganze wunderbare körperliche Heilungsgeschehen eigentlich nur eine Nebensache. Das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie, es ist schon auch wichtig, will ich sagen, das kann man jetzt nicht einfach so zu wenig werten. Aber der Mensch ist ja hier, damit er langsam zu seinem inneren geistigen Wesen aufwacht. Und da sind wir als göttliche Aufrichter, die göttlich anbinden, die göttliche Verbindung und Ordnung herstellen. Da haben wir doch wirklich eine Gnade in den Händen. Das ist richtig. Und da bin ich jeden Tag dankbar dafür. Lothar, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich erkläre auch täglich bei der Heilarbeit den Menschen, das, was wir hier am physischen Körper sehen, die Veränderung, ihr kamt schief und krumm, verdreht, blockiert, habe ich vorhin schon mal gesagt, aber so ist es ja tatsächlich, schmerzgepeinigt, austherapiert, sagen wir auch mal kaputt therapiert, kamt ihr zu mir und erlebt unmittelbar, wie ihr kerzengerade werdet,
das Becken sich begradigt, die Beine gleich lang werden, die Wirbelsäule sich perfekt aufrichtet, Schultern, Schulterblätter und der Körper ist in der völligen Symmetrie. Das macht euch erstmal sprachlos. Ja. Ihr seid begeistert und wenn dann noch die Schmerzfreiheit kommt, dann schwebt man auf Wolke 7. Und wenn es dann noch so ist, wie es wirklich ist, dass es für sein Leben lang hält, dann muss man ja begeistert sein. Ich bin ja selbst jeden Tag von meiner Arbeit wieder begeistert, obwohl ich das ja zigtausend Mal schon gemacht habe. Jedes Mal kommt diese innere Begeisterung. Und das ist ja nur das, was ihr am physischen Körper seht. Ich arbeite ja auch auf dem, am energetischen Körper, emotionalen Körper, mentalen Körper und auf der Seelenebene. Und dementsprechend ist natürlich hinterher auch euer Wohlbefinden. Auch wenn wir das nicht sehen können. Ihr seid nicht mehr die gleichen, wenn ihr hier rausgeht. Wir haben euch wirklich geheilt. Obwohl ein Heiler keinerlei Heilversprechen geben darf. Aber wie soll ich es anders nennen? Wenn man meine tausende Dankeschreiben liest, was die Menschen mir berichten, wie gut es ihnen geht, dann erlaube ich mir ganz einfach mal von Heilung zu sprechen. Ich sage immer so, dass der Mensch in dem Moment sich für eine neue Zukunft entschieden genau. hat. Genau. Ein anderes Programm. Ja. Er hat einen Quantensprung gemacht in die Höhe. Ja. Es ist ein anderes Programm aktiviert, auch wenn ich den Menschen sage, dein Körper ist ja gar nicht das Problem, der zeigt dir ja nur, dass du nicht mit deinem Lebenplan übereinstimmst. Das stimmt. Du musst einfach nur mit deinem Lebenplan in Harmonie ja. kommen und der Körper wird gesund. Und das passiert ja. mit der Aufrichtung. Das ist das Geschenk der Aufrichtung. Das stimmt. Und ich sage auch oft den Menschen, keiner kommt zufällig hierher. Irgendwie darf es jetzt sein. Viele Menschen sind entsetzlich traurig. Zum Beispiel, die Frau kommt zur Begradigung, der Mann hält gar nichts davon, kritisiert das alles und will nicht, bleibt lieber schief, legt sich unter das Messer. Hinterher sitzt er im Rollstuhl. Man hätte alles verhindern können. Und trotzdem sage ich, wenn der Zeitpunkt da ist, dann funktioniert die göttliche Führung. Wir können nicht jeden beglücken, wenn er in seinem Lernprogramm noch andere Themen zu bewältigen hat. Aber die, die dann erwacht sind und das Sehnen spüren, zu uns zu kommen, dann sind sie zur rechten Zeit am rechten Ort. Es ist eigentlich alles sehr einfach. Ja. Man muss einfach nur sich dem Geist hingeben und da können wir eben helfen. Und ja. das ist die göttliche Aufrichtung. In die göttliche Ordnung scheint es genau das. Ja, die göttliche Ordnung. Der Mensch ist, wenn er Gott Mensch ist, überhaupt noch nicht in der Ordnung. Und wenn man die Bilder schaut, in den wissenschaftlichen Büchern, der Mensch, der Gottmensch nennt sich schon so, aber er braucht ja noch einen Stab, um sich zu, sagen wir mal, auszubalancieren. Er kann auch gar nicht stehen. Erst, wenn er bei uns war. Natürlich habe ich mich gefragt, dass ich als Mensch so eine große Aufgabe erfüllen darf. Warum kann ich nicht die ganze Welt auf einmal begradigen? Da sind die Menschen auf der ganzen Welt schon in dieser wunderbaren Liebesenergie, in der Rechtschaffenheitsenergie, in der Gewaltfreiheitsenergie. So soll es doch werden. Und da sagte die geistige Welt, nein, das können wir dir nicht ermöglichen, weil du musst jetzt erst hier einmal die Basisarbeit machen. Denn was der Mensch sieht, das glaubt er. Und wenn er glaubt, dann ist er bereit, sich spirituell zu entwickeln. Man kann es nur auf diese Weise erstmal den Menschen entgegenbringen, dieses große Geschenk. Ich sage immer, heute hat dich die Gnade Gottes berührt. Gott ist in dir lebendig geworden. Und die Menschen müssen ja erst einmal lernen, ihr Bewusstsein darauf zu lenken, dass Gott schon immer in ihnen war, dass sie selbst Gott sind und lediglich hier zur Erde gekommen sind, um das Menschsein zu studieren. So steht es in den Büchern von Satya Sai Baba. Und so ist es auch. Und der Mensch muss dadurch ja auch erst einmal diese Phasen überwinden, wo er sich so unterwürfig verhält. Wenn er an Gott denkt, dass er den Gott noch im Außen sucht
Und sie beten und beten an einen Gott, der in ihnen ist, aber sie empfinden ihn als einen Gott im Außen. Das muss ja erst einmal alles überwunden werden. Denn wenn ich den Gott im Außen anrufe, dann kann sich nicht das erfüllen, wie wenn ich den Gott in mir lebendig gemacht habe und mir dessen bewusst bin, mit welchem Reichtum ich beschenkt bin. Und dann gibt es halt auch in dieser Hinsicht noch ganz viel Neues. Und in dieser Zeit, dieser großen Wandlungszeit, nenne ich das mal, das Zeitalter des göttlichen Geistes. Jetzt regiert übrigens die Mutter Maria. Das ist jetzt ihre Energie. Und die Mutter Maria in der Form der Knotenlöserin. Und sie wird uns helfen in allen Bereichen, gerade auch was die Politik betrifft. Und das ist eine wunderschöne Zeit, die vor uns liegt. Und die beginnt jetzt. Sie ist schon da. Und wir spüren sie schon. Es gibt eine große Bewusstseinserweiterung. Menschen aus der ganzen Welt werden plötzlich von Gott ganz anders sprechen, ihn wahrnehmen in sich. Und in den früheren Zeitaltern war das auch gar nicht möglich. Erst jetzt dürfen die Menschen so einen gewaltigen Sprung machen in ihrer Entwicklung, in ihrem Bewusstsein, und ich nenne sie dann auch die Quantengötter. Wir als Heiler erschaffen den Quantengott. Es ist unglaublich, mit welcher großen Aufgabe wir vertraut gemacht wurden. Und ich danke dir, Lothar, dass du das auch so sehen kannst. Ja, ja, das ist wirkliches Aufwachen. Aufwachen heißt ja, sich wieder erinnern. Ja. Es geht ja eigentlich nur darum. Das ist richtig. Aber so einfach ist es eben nicht, wenn wir vernebelt sind. Oder ich meine, wer kommt hierher? Wer ist wirklich, wer wirklich das Bedürfnis verspürt? Entweder hat er genug gelitten und sagt, es muss einen anderen Weg geben. Oder ist so dermaßen gelangweilt im Leben, dass er sagt, es muss was anderes noch geben. Ja. Und dann ist er bereit, er muss ja nicht mal dran glauben. Wir glauben für ihn dran. Ja, das stimmt. Aber er muss es wünschen. Und das, glaube ich, das ist wichtig. Deswegen kommen die richtigen Leute. Und wer einfach noch nicht bereit ist, der wird hier sich nicht sehen lassen. Ja. Und das ist schon richtig so. Hm? Ja. Und wir wünschen euch, dass ihr alle ab sofort bereit seid, mehr zu erfahren, mehr zu erleben. Wir sind da, wir erwarten euch zum Heilen und auch zur Schulung. Die Frage ist, warum wir uns mit so wenig zufrieden geben, wenn wir alles haben könnten. Das ist ja schon in der Bibel geschrieben. Das stimmt. Der Mensch muss lernen, auch zu denken, ich habe ein Recht darauf, gesund zu sein. Ja. Und er muss in die Eigenverantwortung kommen. Die Zeiten, wo man an Pillen glaubt und denkt, man kann seine Ungeschicklichkeiten, die man selbst verursacht, erwarten, dass der Arzt ihn heilt, das muss vorbei sein. Die Ärzte leiden selbst darunter, sie sagen ja auch, klär die Menschen besser auf, denn wir können ja ihnen nicht helfen. Sie müssen da mitmachen. Und die bequeme Denkweise, dass der Arzt mich rettet, die muss jetzt wirklich überwunden werden. Heilen könnt ihr euch eigentlich nur selbst. Aber der Heiler gibt euch den Schlüssel für die entsprechende Tür. Und das ist unsere Aufgabe und das sehe ich auch als die wichtigste Aufgabe. Mhm. Mhm. Ihr habt es in der Hand. Ja. Ja, sollen wir noch was sagen, Lothar? Du kommst zu den Seminaren. Wir haben für 2019 den Lothar eingeplant. Termine findet ihr dann in unserem Kalender, der in Kürze fertig ist. Und dann wird der Lothar den Kurs in Wundern euch erklären. Und also sicherlich nicht nur den Kurs in Wundern, aber ich werde ihn natürlich vorstellen. Es ist ja ein wunderbares Handbuch, es ist ein autodidaktischer Kurs, aber man muss ein bisschen eingeführt werden, damit man überhaupt sich öffnen kann für diese tiefe spirituelle Botschaft, die einen am Anfang vielleicht ein bisschen erschreckt oder die das Ego gar nicht reinlassen will und 100.000 Ausflüchte und Ausreden findet, und da mal Erklärung zu geben und das Herz und den Geist zu öffnen, das ist Gold wert, wirklich. Das ist Gold wert. Mhm. Und das ist meine Absicht. Ja. Nicht nur mit dem Kurs in Wundern, aber schon als Hauptwerk. Es gibt ja wirklich wunderbare Hilfen heute, inspirierte Bücher und Lehren und Heilmethoden und alles zusammen. Wenn jemand sich öffnen will, dann ist das garantiert, dass er seiner Göttlichkeit Schritt für Schritt
sehr schnell näher kommt. Garantiert. Das ist das Gesetz. Das ja, ist das Gesetz. Das Gesetz ist so, dass ihr hungrig werdet und wir geben euch die Nahrung. Ja. Und dann geht es natürlich weiter. Wenn ihr die Nahrung gekostet habt, dann werdet ihr selbst Menschen ernähren wollen, die wiederum erwacht sind in eurem Umfeld. Und so setzt es sich fort. Ja, das Interessante, je mehr man gibt, desto mehr bekommt man dann auch. Also wenn man was behalten wird, das ist zum Beispiel ein Satz in Kurs in Wundern, was du für dich behalten willst, musst du geben. Ja. Und das wissen wir aus der Liebe. Wenn man jemand die Liebe nur für sich behält, dann stirbt sie innerlich. Wenn jemand intuitive Gedanken für sich behält, dann verschwinden die nachher, man vergisst sie. Also die göttlichen Gaben vervielfältigen sich, wenn man sie gibt, und wir göttlichen Aufrichter geben eben göttliche Gaben. Deswegen vervielfältigt sich das ständig, ständig, ständig. Das ist richtig. Weil auch der Mensch, der aufgerichtet ist und auf einmal in seiner Energie ist und in seiner Liebe und in seiner Kraft, vervielfältigt das ja überall um sich herum. Stimmt, das sagst du richtig, genau so ist es. Es gibt keinen Mangel Nein. in der wirklichen Welt. Ich sage auch immer zu den begradigten Menschen, wenn sie sich so glücklich fühlen, sage ich, jeder, der in deinen Energiekreis jetzt eintritt, der wird von deiner Liebesenergie entzündet. Er badet sich darin. Du hilfst, wir helfen nicht nur der einen Person, die wir begradigt haben, sondern seine ganze Familie wird davon profitieren. Ja. Sein Umfeld, seine Firma, seine Kollegen. Es ist viel mehr, als wir euch so in dieser Kurzfassung erklären können. Ja. Wir sind alle miteinander verbunden, ob wir das wissen wollen oder nicht. Energetisch sind wir alle miteinander verbunden. Das heißt, was in uns geschieht, hilft den anderen oder zieht die anderen hinunter, wenn sie nicht bewusst sind. Das muss man dazu sagen. Ja. Also ein unbewusster Mensch, der ist wie so ein Blatt im Wind, gell, und wird hingerissen. Und da können wir schon viel negative Energie, wenn wir das so nennen wollen, in der polaren Welt, in der Polaritätswelt, in der dualen Welt, können wir neutralisieren, weil die höheren Gesetze neutralisieren immer die niedrigen Gesetze. Das ist ganz klar. Und heute hat die Liebe eine viel größere Macht als noch vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, viel stärkere Kraft, die Weisheit gegenüber der Unwissenheit. Ja. Und auch diese energetischen Heilmethoden, die ja früher kaum erkannt wurden oder verwertet oder angenommen werden konnten, das wissen wir ja alle, das haben wir alles durchgemacht. Heute sind die Menschen offen und es geht sehr schnell und es ist wunderbar. Das ist eben diese Gesamtentwicklung der Menschheit, die ist so beschleunigt und es ist wirklich, da kann man nur dankbar sein dafür, wenn man das so sieht. Ja, und so, wie die geistige Welt zu mir gesagt hat, wir alle, die wir jetzt hier unten auf dem Erdenplaneten sind, haben unser Kleid angezogen, unser Erdenkleid angezogen, uns ausgesucht, wie wollen wir hier erscheinen, als Mann oder als Frau, um mitzuhelfen. Stellt euch vor, wir sind alle hier, um bei diesem großen Menschheitswandel, dieses Erwachen, mitzubegleiten. Und wir wollen das Ganze auch unterstützen. Deshalb haben wir unser Erdenkleid angezogen. Und das ist eines, wenn man das jetzt erfährt, wenn ich euch das so sage, dann seid einfach dankbar. Lobt euch, seid stolz auf euch, dass ihr euch dafür zur Verfügung stellt, die Menschen in ihrem Erwachungszustand zu begleiten. Etwas Schöneres kann es doch gar nicht geben. Ich danke euch allen, dass ihr da seid. Ab und zu, wenn ich das noch sagen darf, sage ich, hör auf, falsche Götter anzubeten. Krankheit ist ein falscher Gott. Das stimmt. Leiden ist ein falscher Gott. Ja. Mutlosigkeit ist ein falscher Gott. Stimmt. Depression ist ein falscher Gott. Angst ist ein falscher Gott. Ja. Du darfst keinen falschen Gott neben die Liebe hinstellen. Nein, das stimmt. Und du musst den Nächsten lieben und erkennen, dass er dich, dass du im anderen bist, dass der andere und du eigentlich in Wirklichkeit eins sind. Stimmt. Das sind die einzigen zwei Liebesgebote, die Jesus der Welt angeboten hat. Und da ist alles drin. Das stimmt. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten, neugierig machen und auch glücklich machen. Und so
mit dieser inneren Zufriedenheit startet ihr ins neue Jahr 2019. Lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch das Allerbeste. Kommt hierher zur Heilung und zu unseren Seminaren. Und da wage ich zu behaupten, das ist der Weg zur Glückseligkeit. Und der Lothar ist der gleichen Meinung. Danke sicher. Dir, Lothar, dass du uns deinen wunderbaren Aufgaben näher gebracht hast. Und uns so großartig in die Geistheilung in Italien repräsentierst. Und auch meine Schüler in Italien will ich grüßen. Ihr seid wunderbare Menschen. Tanja, ich grüße auch von dir. Ja, grüße ja. auch. Wir kommen ja bald wieder. Und dann komme ich mal kurz mit einer Kamera. Ich grüße euch auch. Lothar. Alles Liebe für euch, kommt gut rein ins neue Jahr. Wir halten euch auf dem Laufenden. Alles Gute. Tschüss.